Ich bin der Flemmer Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19 in 6004 Luzern und gebe online Matheunterricht. Wir haben den Freitag, den 24. September 2021. Und ich möchte heute mit einem neuen Paper starten. Eigentlich wollte ich mit einem Paper starten, das ich für meine Masterarbeit brauche. Beim Anschauen habe ich aber gemerkt, ich muss da nicht zu fest, weil das baut eben auf einem anderen Paper auf. Und jetzt haben wir gesagt, ja, dann muss ich ja eh für mich auch anschauen. Also stelle ich das Paper halt auch gerade vor. Ja, also das ist eher so. Also ich greife jetzt hier auf ein Paper zurück, das sozusagen hilft bei der Interpretation von dem anderen Paper. Das Paper nennt sich A Contribution to the Theory of Economic Growth. Ja, also ein Beitrag zur Theorie vom Wirtschaftswachstum. Ja. Wir haben gesehen, Wirtschaftswachstum ist relativ wichtig. Es ist ein wichtiges Thema. Und das kann man anscheinend mathematisch bis zu einem gewissen Grad berechnen, vorausgesetzt, dass man gewisse Vereinfachungen von der Realität akzeptiert, ja, die hinnimmt und dann mit dem schafft. Auch das Modell, also das ist von Robert Solow. Robert M. Solow, für was steht M? M steht für Merton. Merton geschrieben, ja. Also der Robert Merton Solow. Er hat ein Modell entwickelt. Beziehungsweise sind, also wenn ich mich nicht täusche, das sind gerade mehrere Modelle. Ich fange einfach mal an und dann sehe ich, wo das. Ja, ich lese nicht alles, bevor ich das vorerkläre, sondern ich schaue gerade, wo ich bin, mache meine Notizen. Und dann erkläre ich den Teil einfach einmal. Ich bin so Unternehmer geworden. Ich habe relativ vieles geprüft, untersucht, geschaut, Recherchen betrieben, aber dann irgendwann ist mir gesagt, ich starte einfach einmal. Aber dann muss man auch weitermachen. Ja? Und das mache ich jetzt auch bei diesem Paper. Ich starte mal. Ja. Und dann schaue ich, wo das hinführt. Also wir haben jetzt hier nicht. Ein Modell, das langfristiges Wachstum wiedergeben soll. Also wir haben hier. Das ist der erste Term. K Punkt gleich das kleine S mal das grosse Y. Was heisst das jetzt eigentlich? Ja. Also die Annahme ist die folgende, wir produzieren nur ein Gut. Also nicht ein Stück Gut, sondern nur von einem Gut produzieren wir. Ja, wir sagen, das ist eine Wirtschaft, die beruht nur auf der Herstellung von Elektrovelos. Ja, also Elektrofahrräder. Um beim Beispiel zu bleiben. Wo wir im anderen Paper auch schon angeschaut haben. Und unser Output, also das, was wir produzieren, das ist Y. Genau, ja, wir produzieren da ein Y. Zum Zeitpunkt T. Also Y ist nicht die Stückzahl der Elektrovelos, sondern das ist eigentlich sozusagen der Umsatz, den wir am Markt erzielen mit den Elektrovelos. Ja, wenn wir einen Umsatz von 100'000 machen, jährlich, ja, da 100'000, ja, 100'000. Jetzt haben wir da verschiedene Jahre, zum Beispiel Jahr
Ja, da im Zeitstrahl T haben wir Output. Ja, und wir sagen, da ist 50'000, da ist 100'000. Dann produzieren wir da zum Jahr 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt haben wir die Firma gegründet, gestartet und ab Jahr 2 stellen wir zum Beispiel 25, also erzielen wir einen Umsatz von 25'000, ja, im zweiten Jahr. Dann im dritten Jahr kommen wir da auf 50'000, 100'000, vielleicht auch mehr. Ist die Annahme sinnvoll? Vielleicht schauen wir doch das im Monat, wir sagen pro Monat, ja, T ist Anzahl Monat. Da können wir immer noch auf Jahr wechseln nachher. Ja, also da haben wir jetzt alle Monate, ja, die ersten 6 Monate und dann haben wir im ersten Monat 50'000 Umsatz erzielt, im zweiten Monat 75, im dritten 100'000. Dann ja, entwickelt sich das so, das ist unser Y, ja. Das hier ist Y zum Zeitpunkt 1, da ist Y1. Das wird hier einer abgelesen, Y1. Dann haben wir hier Y2. Y3 und so weiter. Ja? Das ist also unser Output, wie viel wir pro Monat produziert haben. Das, was wir an Umsatz erzielen, ist zur gleichen Zeit auch unsere Einnahmen. Das, was wir umsetzen, das, was wir verkaufen kann, das kommt ja, da kommt ja Geld rein. Also sind das auch unsere Einnahmen zur gleichen Zeit. Jetzt können wir mit diesen Einnahmen zwei Sachen machen. Ja, das E, das behalten wir jetzt eigentlich für uns, einfach, dass wir im Kopf finden, also im Modell wird das nicht so, wird das E nicht erwähnt, aber wir sagen, ja, wir haben hier ein E-Einnahmen. Ja, jetzt haben wir das Geld. Jetzt, was können wir mit diesen Einnahmen machen? Ja, jetzt ich als Unternehmer hier, ja, jetzt habe ich hier eine Einnahme, ich habe mein Team. Ja, nicht vergessen, wir haben hier ein Team, den Entrepreneur, ja, den Admin-Staff, 3 Personen haben wir gesagt, 3x A. Und was noch? 6x Operations, 6 O, ja, Ops. Wir können auch mehr nehmen, 9 oder 10 O nehmen. Ja, wenn man sich das kann leisten kann und das braucht und, ja, und so weiter und so fort. Gut, jetzt was machen wir mit diesen Einnahmen? Wir sagen, also jetzt ich als Unternehmer, jetzt haben wir die Einnahmen. Schlussendlich geht ja das dann irgendwie, also es geht ja nie, es ist nie so, dass wir am Ende vom Tag, also wenn ich jetzt da 100'000 Umsatz gemacht habe, dass ich sage, ja, jetzt nehme ich 20'000 und das gebe ich jetzt dieser Maschine da hin, ja? Und dann nimmt das die Maschine und geht mit dem Essen einkaufen. So ist ja das nicht. Am Schluss, ich gebe das vielleicht, ja, für die Maschine gebe ich, also zum Abzahlen von dieser Maschine gebe ich das in einer anderen Person. Ja. Also, ist am Schluss, ja, wenn ich zum Beispiel das als Lohn dann an Admin-Staff gebe, dann ist das ein Einnahme für den Admin-Staff. Wenn ich mir das als Dividende auszahle, dann ist das eine Einnahme von mir. Wenn ich die Einnahme, wenn mit dieser Einnahme jemandem Geld zahle für eine Dienstleistung oder das Material, das er mir verkauft, um die Elektrovelos herzustellen, dann sind ja das auch wieder Einnahmen. Das Geld von Person 1, vom Besitzer 1 über zum Besitzer 2 über. Oder Besitzerin. Ja? Aber es ist nie so, dass das Geld an eine Maschine geht. Es geht immer von Mensch zu Mensch. Und jetzt ist es so, jeder Mensch, der hier dann, ja, die Einnahmen, die 100'000, die fliessen ja da irgendwo durch. Ja,
Und jetzt am Schluss kann man sagen, ja, jetzt zu dem Zeitpunkt T, was passiert mit diesen Gesamteinnahmen da? E. Wodurch geht das genau? Da kann man sagen, ja, ein Teil, der Teil hier. Der Teil da oben. Der wird gespart. Ja, also S mal Y. Also der Teil E, sagen wir es so. Ein Teil vom E wird gespart, ein Anteil davon, wenn das da 100% ist. Wenn das da 100% ist, da oben, 100%. Sagen wir, da sind 20%, ja? Und da unten dran sind 80%. Dann wird ein Teil davon gespart. Ja, S ist da in dem Fall 20%. Und das ist ja gleichzeitig ist das. Die 20%, das sind S von Y. Also S von Y, 20% von Y, also 0,2 von Y, ja, von 100'000. 20% wird gespart, ja. Und 80%, das wird ausgegeben für Konsum. Das heisst, das ist das wird ausgegeben für etwas, wo man konsumiert, ja. Was heisst jetzt das eigentlich, konsumiert? Das heisst, das kann man dann nicht mehr wieder verwenden. Also das Geld schon, das Geld wechselt einfach der Besitzer. Ja? Es gibt ja, der Besitzer bietet dir zum Beispiel eine Dienstleistung an oder mehr. Aber ein Teil, das ist Erspartes. Ja? Mit dem Ersparten, was macht man mit dem Ersparten? Das bringt man zum Beispiel auf Bank und die Bank überlegt sich, ja, bei wem geben wir das Geld, damit die Person das investiert, damit am Schluss mehr rauskommt. Ja. Wem geben wir das, weil der Unternehmer, damit der Unternehmer da mehr geht, produzieren, damit er da einen Return hat, ja, damit er nachher zum Zeitpunkt 3 Jahre, 3, 4, 5, ja, das ausgeliehene Geld kann zurückzahlen, inklusive einen Zins und noch einen Gewinn für sich hat. Es muss ja nicht sein, dass ein Unternehmer auch wirklich, ja, sein eigenes Geld hat oder sein eigenes Geld investieren will. Muss nicht sein. Vielleicht hat er eine super Idee, aber nicht sein eigenes Geld. Ja? Also haben wir hier einen Teil, das ist S, ja, und dann haben wir hier unten 80% von dem Output, also von dem, was man produziert hat, von dem Umsatz von diesen 100'000, wo schlussendlich. Also da sind wir jetzt nicht in der internen Buchhaltung, ja. In der Buchhaltung habe ich Lohnkosten, da Marketingkosten, das, jenes Kosten, aber im Hintergrund ist ja wieder ein neues Unternehmen, das geht dann wieder rein und am Schluss geht das ganze Geld irgendwie an Menschen raus. Nicht an etwas anderes, nicht an Maschinen, sondern an Menschen. Und die entscheiden dann, ja, was machen wir mit dem Geld, ja. Und wenn man jetzt all die Menschen hier zusammennimmt und schaut, ja, wie haben sich jetzt die in dieser Wirtschaft, dann in dieser Wirtschaft, die bestehend aus einem Unternehmen, aus dem Elektro-Velo-Hersteller-Unternehmen besteht, was hat man jetzt mit dem Geld gemacht? Mit diesen Einnahmen? Ja, dann kann man sagen, ja, 20% haben wir gespart. Ja, und mit diesen 20%, die wir sparen, kaufen wir dann sozusagen Maschinen, Technologie und mit dem Geld. Das fließt dann wieder da als Produktionsmittel rein. Ja, also das ist eigentlich so da mehr oder weniger Aussage. Und wenn wir jetzt das dann wieder in die Wirtschaft einfließen, dann heisst das eigentlich Folgendes. Ja, also es wird da 20% von den Einnahmen gespart. Ja, wir haben da 20% von 100'000. Das sind 0,2 mal 100'000, ja, 100k. Damit ich nehme auf 1'000. Ja, wenn wir das so abkürzen.
Dann haben wir da 0,2 mal 100.000. Und das sind dann 20.000. Also 20.000 von ursprünglich vom. Was ist nochmal 20%? Das ist unser S. Also S mal Y zum Zeitpunkt T. Das ist also 20% von unseren Einnahmen. Das ist sozusagen wie gespartes Geld, das wir nicht ausgeben für Nahrungsmittel, Kleider, andere Sachen, Freizeitangebote und so weiter. Das fließt wieder zurück ins Unternehmen. In die Produktion, ja. Da 20.000, das geht dann ins Unternehmen rein als Kapital zu dem Zeitpunkt T, ja. Damit wir im nächsten Jahr mehr als 100.000 können produzieren, investieren wir sozusagen in unseren Produktionsfaktor Kapital. Also haben wir hier eine Kapitalveränderung zum Zeitpunkt T. Das ist die Ableitung von K zum Zeitpunkt T nach T abgeleitet. Das darf ich jetzt nicht in Klammer setzen, nach T. Heisst also, wenn wir jetzt hier in unsere Grafik hineingehen, ja, jetzt haben wir da, sagen wir, jetzt haben wir das abgeleitet. Jetzt haben wir zum Zeitpunkt 3, da, 3. Gehen wir da schauen und dann geht uns das hier die Steigung an. Anscheinend, ja. So verstehe ich das zumindest zu dem Zeitpunkt. Und das ist der Anteil, den wir sozusagen wie reinvestieren. Ja, wir können ja, ich kann mir jetzt als Elektrovelohersteller kann ich mir keine zusätzliche Maschine leisten, wenn von diesen 100.000 alles in Konsum hinein ist. Also ein Teil muss ich ja sparen, ja, damit wir im nächsten Jahr mehr produzieren können. Also rede ich auch mit meinen Mitarbeitern in allen Fällen und sage, schaut, wir können Folgendes machen. Wir können uns allen eine höhere Löhne auszahlen. Oder wir können uns überlegen, ja, wenn wir vielleicht, jetzt regnet es ja eh, wir können nicht gross rausgehen. Oder irgendetwas anderes, erzähle ich etwas anderes. Und dann sage ich, schaut, wir sparen jetzt alle. Wir sehen, das Geschäft läuft gut oder wir sehen, das Geschäft, aus dem Geschäft können wir was machen. Die Löhne haben wir, die wir so festgelegt haben. Aber ich mache jetzt hier nicht, ich tue jetzt nicht alles verzieren im Geschäft. Ich tue jetzt das Geschäft hier nicht mit dem und diesem verzieren und all den Sachen, die wir eigentlich für die Produktion selber nicht unbedingt brauchen, sagen wir es mal so. Ja. Dafür können wir mit dem eingesparten Geld, sieht halt weniger schön aus, aber Schönheit ist auch nicht alles, ja. Also können wir doch das Geld einsetzen, damit wir dann im nächsten Jahr mehr produzieren können, ja. Und wenn wir mehr produzieren, dann haben wir das, dann ist das Y4 grösser als Y3. Und wenn das Y4 grösser ist als Y3, das heisst, dann sind auch unsere Einnahmen im 4 grösser als im 3. Und dann, auch wenn wir dann sagen, ja, wir tun immer noch 80% davon für Konsum ausgeben, dann ist der Konsum im Jahr 4, K, ja, für zum Beispiel Freizeit, grösser als heute, ja. Aber für das muss man dann, also gemäss dem Modell, muss man dann in diesem Jahr eher ein bisschen sparen und schauen, ja. Vielleicht muss man das auch nicht, also das ist ja dann, ja, die Frage ist halt, wo ist das S, ja, wie viel spart man, 20%, 80% gar. Ja, das Modell sagt einfach aus,
Ich als Elektro-Velo-Hersteller. Ja, wir sind jetzt zusammen hier, 10 Leute, mehr 10 Menschen, wir sind eine Wirtschaft. Und mehr 10 in dieser Wirtschaft entscheiden, ja, was wollen wir jetzt eigentlich machen mit unseren Einnahmen? Wollen wir das Ganze konsumieren oder wollen wir unsere Einnahmen einsetzen, um morgen mehr herzustellen, mehr zu produzieren? Oder was, wenn uns im nächsten Jahr vielleicht der Umsatz ein bisschen einbricht? Dann haben wir ja noch einen Teil, vielleicht ja, Kapital, wo wir wieder an dem wir nachher zehren können. Das heisst nicht, dass wir, wenn S von Y ein Anteil von Y gleich K ist, dass wir unbedingt das, ja, das kann, so wie ich das verstehe, das ist einfach, eigentlich ist das alles, was nicht konsumiert wird. Ja, also K aufpassen, ja. K und ist nicht gleich Konsum. Das ist es nicht. K ist gleich Kapital. Und wir auch aufpassen in diesem Modell. Ja, das ist jetzt eigentlich da nicht so geschickt gewählt, aber das ist jetzt mal so. Ja. Heisst also, zum Beispiel auch Reserven können auch, es kann auch ein Teil vom Kapital sein. Warum? Weil man aus Reserve schnell kann. Reserve kann man schnell in Kapital umwandeln. Man kann schnell damit neue Maschinen kaufen. Aber wenn das einmal weg ist, wenn man das einmal konsumiert hat, also wenn man das verbraucht hat, dann kann man nachher nicht mehr. Ja, nachher muss man mit der Glaubwürdigkeit einstehen und sagen, ja, ja, wir sind glaubwürdig. Wir tun nicht nur produzieren, sondern wir können auch noch schnell lernen. Und ja, wenn wir dann auf das andere Modell wieder zurückgehen, wir sind in der Lage, da neueste Technologien schnell im Betrieb umzusetzen. Ja, das sind dann, dann kommen wir an und dort eine Frage von Glaubwürdigkeit. Ja, glaubt man dir denn oder nicht? Ja, das ist eine andere Frage. Ja, Kredibilität, ja, die Kreditwürdigkeit. Kredibilität bedeutet Glaubwürdigkeit. Ja. Glaubt man dir oder nicht? Und das ist von sehr vielen Faktoren abhängig. Ja. Wo man zum Teil, ja, wo man zum Grossen, also man kann es beeinflussen, sehr stark, aber es gibt auch Faktoren, die kann man leider nicht so stark beeinflussen. Die sind halt so. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Da geht es jetzt mal darum. Term Nummer 1, das ist das hier. Also, das ist sozusagen, also die Wachstumsrate des Kapitals, des Kapitalstocks, also, wir haben da bis jetzt so viel Kapital gehabt und jetzt steigt das da noch ein bisschen, ja. Und die Wachstumsrate, das ist abhängig davon, wie viel wir von unseren Einnahmen eingespart haben. Ja, das ist also das, was nachher oben drauf gekommen ist. Gut, das ist jetzt mal der Einstieg und nachher schauen wir dann Term 2, 3, 4 an. Wie viele Term hat das Modell? Ja, das hat dann da noch, ja, dann werden dann noch gewisse Rechnungen gemacht. Also mit dem Modell werden wir sicher einiges an Zeit verbringen. Werde ich das, ja, ich werde dann natürlich nicht immer können sofort eine Lektion veröffentlichen wie bei meiner Matheaufgabe. Die Matheaufgabe, die kann immer etwas machen, aber hier muss ich mich ab und zu auch einlesen. Und zum Teil sage ich dann auch etwas, was vielleicht nicht ganz richtig ist, dann muss ich das nochmal neu anschauen. Ja, so dass das wirklich auch verständlich ist. Aber, ja, um zurückzukommen, man muss etwas sparen, damit man es investieren kann. Ausser man will sich verschulden, und wenn man sich verschulden will, dann ist die Frage, ist die Glaubwürdigkeit da? Und je nach Glaubwürdigkeit zahlt man dann mehr Zins oder weniger. Ja.
Gut.